Hallo! Hey! Herzlich willkommen zurück zu Tem. Tem. Sehr gut. Sehr gut! Boah, das wird super. So, wo müssen wir denn überhaupt hin? Wir haben doch hier so eine Karte. Norden. Wir sind auf dem Weg nach Brikal del Mar, um den Professor dort. Den Professor Konstantinos dort zu treffen. Auf dem Weg werden wir viele, viele Temtem wahrscheinlich finden, Kämpfe austragen, Temtem fangen. So, wir haben so eine Kiste gefunden. Einmal den Beleber. Oh ja, perfekt. Den benutzen wir einfach mal, um euch den zu zeigen. Damit können wir ohnmächtige Temtems wieder... Ja, und wie der Zufall es will, haben wir ein ohnmächtiges Temtem in dem Rucksack. Ein Smasi. Wollen wir das Smasi auch gleich heilen? Das Kaku heilen? Nee, das Smasi. 25 heilt es, ne? Ja. Ja, machen wir. Genau, wir können aber zwei gleichzeitig aktiv. Kaku können wir einwechseln. Genau. Wir haben... Jetzt gerade ein bisschen bereut in der Pause, dass wir unser erstes Temtem nicht gleich benannt haben. Oder Jenny zumindest. Boah, das Benny. Oh, was bist du denn? Ein Swali. Oh Gott, das ist süß. Das will ich auffangen. Muss am Anfang versuchen, alle zu kriegen. Natürlich. So, weil es ganz schön schwer wird, später sich dann zu entscheiden, mit welchem man... Ah, man kann noch hier auch warten, ne? Warten. Mit welchem man eigentlich kämpft. Okay. Warum wartest du jetzt? Weil ich es nicht töten wollte und ich wusste, wie viel Damage wir machen, weil es nur Level 2 ist. Ja, der Tuba ist unser stärkster aktuell. So, jetzt machen wir nochmal einen Tritt. Und dann ruht er sich nochmal aus. Ja. Ja, perfekt. Schüchterschild. Ja, der andere hatte das auch schon. Der, Boah, Leute, ich werde mir die ganzen Namen nicht mehr erinnern können. Das, was wir davor gefangen haben. Ah, es hat halt nicht geklappt, oder was? Gibt es da noch keine Animation für vielleicht? Weil jetzt haben wir 6. Ja, ja. Also vielleicht. Wahrscheinlich, glaube ich auch, es gibt die Animation noch nicht. Also Bug oder Feature ist hier die Frage. Wie so häufig. Swali ist unsers. Ein Natur Temtem. Eigenschaft Mithridatismus. Was ist das? Status-Effekt vergiftet. Verhindert, dass es vergiftet wird. Okay, cool. Ah, basic, immer. Also es ist halt gut gegen so Giftviecher. Na, ich würde sagen, wir trainieren jetzt, also wir... Irgendwann werde ich mal im Off trainieren, würde ich sagen. Das ist ein cooler Kompromiss. Sollte man, ne? Aber erstmal laufen wir hier jetzt durch. Psst, ja, hast du viel Lärm. Sorry. Auch so rumzupoltern. Schau, was du getan hast. Du hast alle Wassertemtem verscheucht. Tut mir leid, ich werde ganz langsam laufen. Ja. Wer bist du? Ich kann Torquesa von hier aus sehen. Ha! Wenn ich doch bloß ein Surfbrett hätte. Wo? Ich sehe hier nichts. Naja, hat er ja nicht. Da! Oh! What? Der hat ein Surfbrett, Arsch! What? Die sieht ja cool aus da hinten. Ja. Ach, hier ist eine Kante. Rum, ja. Oh, nein, sie ist automatisch darüber gesprungen, sorry. Du siehst, man kann runterspringen, aber nicht rauf. Wo kriegen wir dein Surfbrett? Isal! Ist wahrscheinlich schon ein bisschen weiter. Guck mal, da will jemand kämpfen mit dir. Oh! Da will jemand gefangen werden. Die haben wir bald schon, also machen wir sie. Fertig. Wir haben auch noch nicht so viele Temp-Karten oder Temp-Temp-Karten? Mal Temp-Karten, ne? Temp-Tauschen, ja, okay, ich weiß, wie man tauscht. Das muss ich euch, glaube ich, nicht vorlesen. So, drauf da. Wir haben ja schon mal den Anfang mit dem anderen gesehen. Das andere war am Anfang auf jeden Fall stärker, scheinbar gegen die Klassen. Tag. Bin so gespannt, wie die nächsten Formen aussehen von denen. Ja, ich auch. Das finde ich ja immer das Coolste dann auch, wenn du noch gar nichts kennst so davon. Daraus zu entdecken, was kommt. Und wie jetzt machen wir mal auf das hier. Oder? Man, wer hätte gedacht, was aus dem kleinen Glumanda mal wird, ne? Oh. Und es war so. Glumanda! Es war so süß. Aber ich fand's witzig, dass die Glumanda hatte ja eine sehr weibliche Stimme. Glutexo war total männlich. Es war seltsam, weil eigentlich können die das Geschlecht ja nicht tauschen, aber. Und dann. Glorak! Ich habe halt so dieses klassische Pokémon halt von. Wann war das? Ich meine, das ist ja wirklich, wir reden über 90er Jahre, ne? Ja. Als die Serie in Deutschland das erste Mal lief. Das habe ich alles gesehen. Und die beste Storyline fand ich, war für mich alles immer um Glurak. Ich habe immer so vom Fernseher mitgefiebert, wenn irgendwie Glurak wieder im Kampf war. Und dann wieder nicht das gemacht hatte, was Ash wollte. Das war nicht gut. Ich konnte Pikachu nie leiden. Ich bin immer so verzweifelt an Glurak. Aber ich war immer großer Glurak-Fan. Kannst du klettern, Jamie? Nee, noch nicht. Ha, Anfänger.
Ja, hier nervt mich erst, ihm das Klettern beizubringen. Dann, komm, es ist lächerlich. Ich meine, schau dir die Felsoberfläche immer an. Kinder spielen mit der richtigen Ausrüstung. Das ist meine Strafe dafür, anfangen ernst zu nehmen. Boah, du bist ganz schön eingebildet, wenn du... Ein Vita-Apfel. Oder ein Vitalapfel. Halt um 25%. Hast du jetzt mit dem Rechen auch geredet? Nee, soll ich? Ja, vielleicht kann der... Oh, Yoga, ich wünschte, ich hätte meine Kletterausrüstung nicht im Hotel vergessen. Jetzt müssen wir den ganzen Weg nach Arisola zurückgehen. Du, hast du nicht zufällig eine Kletterausrüstung dabei? Nein, sorry. Dachte ich mir. Okay, also eine Kletterausrüstung, kommt mal da oben ran. Oh, die Twins. Die Evil Twins. Ich bin Sarah. Und ich bin Lara. Und zusammen sind wir die tödlichen Zwillinge. Stimmt, bin ich Lara oder Sarah? Stimmt, Lara. Ich habe gemerkt, ich bin ich Lara lese. Und du bist Sarah. Okay. Ich bin Sarah. Das sagte ich doch. Nein, du, ich meine ich. Egal. Mach dich bereit zu kämpfen. Sarah, was auch immer, lass uns kämpfen. Yeah. Sowas von yay. Double yay. Double yay. Oh, was ist das denn? Oh, ein Puffluff. Wenn ich das fange, nenne ich es Puffluff. Okay. Es hat was von so einem Schneemann, weil es wie so aussieht, als so eine Karotte als Nase. Stimmt. Fomu ist. Boah. Hat nicht so viel zeigen können von dem, was Fomu kann. Wurde einfach umgetukant. Okay, Angriffs. Ich find's witzig, dass sie das nach jedem einblenden. Ich würde es erst nach dem Kampf einblenden, Tatsache. Ist nicht so befriedigend. Ja, nach dem Fall ist irgendwie befriedigend. Ja, und du irgendwie. Willst ja zwischendurch erstmal kämpfen. Ja. So, Karate-Schlag auf das Schwein. Und. Ja, das ist ja so der Klassiker, ne? Also egal, ob Final Fantasy oder Pokémon oder whatever, das du halt danach hast einen Kampf gemacht und danach wird quasi abgerechnet, ne? Swali kann doch auch in der Stufe scheinbar keine Attacken. Das ist ein bisschen wie Kukuma. Sieht auch so ähnlich aus, finde ich. Mach dich bereit. Was? Saipat. Oh. Ach, guck mal, Karateschlag muss ich wieder stählen und schwächen. Stärken und schwächen. Oh, stählen wollte ich, stand da eben unten. Sorry. Jede Art kann stark, schwach oder neutral sein, wenn er gegen Temtem bestimmter Arten eingesetzt wird. Darauf basiert auch der verursachte Schaden. Das ist logisch. Boah. Okay, stärken und schwächen. Das Art-Diagramm zu kennen ist ein wichtiger Schritt für jeden Bändiger. Zu wissen, welche Technik man benutzen muss und den verursachten Schaden zu maximieren, ist der Schlüssel zum Gewinnen aller Kämpfe. Boah, ganz ehrlich, das drucke ich mir aus und leg's mir hier hin. Ja, das ist gut. Also es gibt, haben wir schon gelernt, Kristall, Blitz, Erde, Pflanze oder Natur, wie auch immer es ist, Wasser, Feuer. Mental, digital, neutral, das ist dieser weiße Kreis. Und dann fehlen mir noch ein paar. Okay, ganz ehrlich, das muss man sich wirklich einfach das sich ausdrucken und sich hier hinlegen. Ja. Wenn du Temtem mit doppelter Artenbezeichnung angreifst, musst du dir beide Arten genau anschauen. Achso, die meinen mit Arten zwei Elemente. Okay. Mit dem richtigen Angreifer kannst du den Schaden sogar vervierfachen. Ja, weil man kann nämlich. Wie sage ich das? Ich habe gelesen, dass man davon profitieren kann, welches andere Temtem mit dir kämpft auf deiner Seite. Ja. Also das so auch die, oh Gott. Genau, es gibt welche, die haben Spezialangriffe, die werden dann verstärkt. Es gibt, die musst du nur rausfinden. Untereinander. Ja, genau. Zeig mal dem Seipert hier, wer Herr im Hause ist. Wow, Windklinge ist auch echt stark, ne? Genau, weil es ist ja nicht nur so, dass du ein eigenes Element hast, sondern auch deine Attacken haben zum Teil verschiedene Elemente. Wow, wir sind schon Level 8. Ah. Guck, das hier ist Kampf und das ist neutral. Deswegen machen wir jetzt Kampf. Und das ist Wind und das ist neutral. Was macht denn schrilles Kreischen eigentlich? Soll ich dir mal vormachen, was schrilles Kreischen macht? Auch Ohrenschmerzen. Okay, man kann betäuben. Nein. Pik. Karate. Boah, das sieht so cool aus so. Ne? Das ist in die Luft und so. Bam. Deck mir den Rücken, Sarah. Ich gebe dir Deckung, Nein, warte. Die wissen auch nicht, wer ist, ey. Ja.
keine Chance. Wie hast du das gemacht? Wir brauchen eine neue Strategie, La Sarah. Süß. Ah, guck mal. Oh, da kann man sich bestimmt heilen. Hm. Hast du noch eine Salbe, Sal? Hier hätte eine coole Haarfarbe. Bitte sehr, aber nächstes Mal bringst du deine eigenen mit. Ich sage es dir immer wieder. Fede. Ich weiß nicht. Ich weiß. Nimm immer genug Salbe mit, wenn du jagen gehst. Ich habe es einfach vergessen, oder? Hey, du da. Komm und kämpfe mit uns. Easy. Ja? Weiß ich nicht. Ui. Was haben die denn, Cooles? Das Stachel sieht ja geil aus. Du musst wahrscheinlich mal jetzt wirklich mal heilen wieder, oder? Na, geht noch. Das sieht lustig und eklig aus. Wir müssen die ganze Zeit gegen die Leute hier kämpfen. Wir kommen gar nicht dazu, mal eigene wieder zu fangen. Machen wir bald. Ja. Und die müssten wir dann auch mal einsetzen. Weil so kriegen sie ja gerade keine EP. Ja, aber es ist jetzt gerade für den Anfang erstmal nicht verkehrt, dass wir so ein bisschen... Du kannst ja mal wechseln jetzt zum Beispiel den Smasi. Mach ich. Das ist schon ein bisschen angeschlagen. Starren. So. Oh. Ja, das ist doch ein Grund mehr, mal kurz zu sagen. Puh, why? Ne, wen haben wir noch? Wechsel doch mal. Kaku. Noch viel weniger. Und, naja, der wird erst dann gewechselt. So. Erst darf ich angreifen, schau mal. Oder zumindest muss ich immer erst beide wählen und dann wird was gemacht. Ja, geil. Ich hoffe, er greift jetzt nicht den Kaku an. Nee. Hypnose, oh, ich schlafe. Gute Nacht. Giftige Spuren hauen wir dann mal da drauf. Und da wir schlafen... Das kann ja eigentlich nichts, das war die. Aber wir können ja gleich heilen. Ein Grund, glaube ich, warum quasi diese Abrechnung immer direkt im Fight passiert. Ich glaube, dadurch, dass du, wenn du die Temtem halt die ganze Zeit wechselst, ne? Jetzt kriegt quasi immer jedes Temtem kriegt seine XP aber quasi. Aber kriegt man trotzdem auch bei Pokémon, das weil es am Ende abgerechnet wird, dann guckt er sich, welche waren alle im Kampf und die kriegen alle... Klar, ich sag jetzt, klar, du könntest das natürlich auch darstellen. Du sagst einfach alle Temtem, die haben gekämpft und jeder kriegt halt seine XP-Zahl dann halt. Das wird halt nur jetzt immer vorher schon gerechnet. Okay, warte. Ist das... Das ist Verteidigung hoch und das ist Angriff runter. Ah, das kann wirklich nichts anderes. Ja. Das habe ich mir schon gedacht. Das dauert jetzt natürlich ein bisschen länger, aber wir brauchen, die müssen ja alle... Ja, wollen wir mal die uns ein bisschen angucken hier. Oh, das ist so süß. Eine Buffschlacht hier. So eins will ich haben. Kann jetzt hier irgendjemand eine Attack... Da, giftige Spuren. Mach ich doch schon die ganze Zeit. Das können wir wieder wechseln. Müssen wir das mal platt machen hier. Das Gefühl, dass hier keiner richtig kämpfen kann. Die sind halt auch noch nicht so stark natürlich, wie die höheren hier. Was ist das Geräusch? Jetzt stirb halt. Endlich. Die sterben natürlich jetzt nicht, die sie alle ohnmächtig. Ja. Los geht's. Gib mir eine Salbe, Sal. Hol dir deine eigene. 64. Whatever gewonnen. Ah, wir waren so nah dran. Wir waren überhaupt nicht nah dran. Geil. So. So, was können wir hier machen? Ah ja, heilen. Na. Ah. Weißt du, da unten sieht man uns in klein. Was ist das? Ein Team, wahrscheinlich so eine... Ah ja, guck mal, wir können scheinbar sechs... Also ich würde, ne, wir können wahrscheinlich sechs können wir immer mitnehmen. Und dann im Fight wechseln, oder? Mhm. Das sind ja doch einige. Das heißt, du hast in einem Gefecht hast du dann sechs verschiedene Temtem, die du auswählen kannst. Was ist denn markiert? Ah! Da kann ich markieren, wen ich zum Beispiel hier X, dass ich den später vertauschen, verkaufen, was auch immer möchte. Mm. Die Doppelten. Du besonders liebst. Ja. Loslassen ist freilassen, okay. Loslassen ist halt ein bisschen ungünstig in der Übersetzung. Was kann er oder sie? Verkauft
kann Dinge verkaufen. Kaufen? Was kann man so kaufen? Duft. Marke Eau de Baden. Ah, okay, da wirst du wahrscheinlich nicht so oft angegriffen, wenn ich das so lese. Ja, also Temtems mögen das nicht. Mehr Karten oder mehr selber? Welche Karten haben wir? Ja, du hast auf jeden Fall ordentlich Kohle da. 535. Ja, kaufen wir noch 5. Ja, gerade jetzt am Anfang. Und wie viel selber haben wir? Soll ich ein 7. paar mitnehmen? Habe ich. Machen wir so, dass wir 10 haben. Ja. Oh, gar nicht so billig selber gewesen. Also ich glaube, gerade wenn man farmt, kann man sich hier wahrscheinlich ganz gut aufhalten in der Ecke. Wir müssen immer noch diese, was müssen wir diesen Anhänger finden? Oh, da kommt es wieder nicht zurück. Ja, aber ich wollte ja hier immer nochmal durch die Wiese rennen und hoffen, dass ich, genau. Ich will so ein kleines, Haar, oh nee. Okay, die machen wir jetzt fertig. Machst du da links mal das Licht an? Es wird langsam etwas dunkel hier. So? Ja, müssen wir mal auf der Webcam checken, ich denke, dass hier okay ist. Und dann mach ich jetzt mal einen Kaffee! Wuhu! Ah, oh, noch ein paar Minuten habe ich. Ja, easy. Aber ich merke langsam, ich krieg und meistens, Kaffeedurst. Meistens sollte man ja auch nicht gleich das erste fangen, sondern man sollte öfters im Kreis laufen, gucken, was ist denn das Maximallevel und dann fängt man eigentlich immer eins, was schon höher ist. Ja gut, aber wenn du, sagen wir, ja gut. Ja okay, du investierst dann in eine Karte. Im Zweifelsfall, die dann, weil du sie wieder freilassen willst. Ne? Ja, was macht man eigentlich? Also, ich würde das jetzt einfach mal knallhart so nach meinen Pokémon-Erfahrungen. Aber nicht, wenn wir hier online sind. Ne? Also ich werde auch ein bisschen zwischendurch was farmen und trainieren müssen wahrscheinlich. Ja, ich glaube, das kann man ganz gut machen, wenn wir jetzt, je nachdem, wie es bei euch so ankommt, wir können natürlich auch... Ich mache auch mal Trainingsfolgen, verspreche ich schon mal. Das ist einfach meine Folge, wirklich nur genau Trainingsfolge dann heißt oder so. Oder Jenny macht wirklich einfach mal. Tauschen mal... gegen. Aber da darfst du dann keine neuen fangen, ne? Wenn du wirklich nur trainierst. Das wäre ja dann... Naja, es sei denn, du findest halt ein... Ja, ganz selten ist natürlich... Ja, ja. Das wird auch bestimmt mal passieren. Es gibt ja in jedem Gebiet meistens eins, was eine Chance von ganz wenig Prozent hat. Ja, aber ich glaube, das wäre jetzt gerade am Anfang des Spiels, wenn wir konstant durchgespielt, richtig, da gibt es keine... Ja. Ich will es dir nur schon mal sagen. Ja, ja. Und ich glaube, jeder von euch, der das guckt und mag, der wird wahrscheinlich auch Pokémon gucken und mögen. Ja, werdet Verständnis gehört dafür haben, dass das dazu gehört. Ja, aber das ist ja der Kern letztlich des Spiels natürlich, diese Monsterjagd und das stärker machen, das Monster. Das müssen wir einfach mal gucken, wie das bei euch so ankommt. Bei so einem Spiel haben wir tatsächlich auf dem Kanal hier auch noch nicht gespielt, ne? Na, stimmt, das stimmt. Das ist auch so ein bisschen ein Experiment. Jetzt machen wir erstmal beim Team, tauschen wir jetzt mal. Startaufstellung. Ja, warte mal, wie mache ich da das? Da würde ich aber bewegen. Nicht Swali und Kaku. Das sind ja beide so Attack-Pfeifen. Ja, eins. Ich will nur eins von beiden. Ja, genau, so ist gut. Guck mal so. Oh, schon süß. Oh, Bohrhaus hat sich auch Mühe gegeben mit seinem Design. Können wir noch schnell so einmal hier, wenn wir schon mal vorbeilatschen. Club. Cool. Ich weiß, das ist ein Surfbrett. Warum hat der eine Surfbrett? Ja, weil der schon höher ist vom Level. Die sieht cool aus auf dem Steg da. Oh, sie ist müde. Oh, ich bin völlig fertig. Lass uns eine Sekunde im Gras sitzen. Kommst du den ganzen Weg von Zade, dann musst du ziemlich erschöpft sein. Nö, mir geht es gut. Oh, dir vielleicht, aber denk an dein Temtem. Oh, die auch kämpfen müsst. Oh, es wäre wirklich müde. Ich brauche Kaffee. Du musst auf die Ausdauer deiner Temtem achten, wenn sie zu sehr sinkt. Können sie sich selbst verletzen? Ja. Und was wärst du für ein Bändiger, wenn du nicht gut auf deine Temtem achten würdest? Also halte ein Auge auf ihre Ausdauer. Jetzt zeige ich dir. Das ist wie wenn man verwirrt ist. Gibt es doch bei Pokémon. Wie man ein wenig Pikachu Ausdauer ist verwirrt. Jenny, habe ich jemals ein Pokémon-Spiel gespielt? Das darfst du nicht zu laut sagen. Ich glaube, dann guckt uns keiner mehr und da hassen dich alle. Oh, was ist das? Das will ich. Jenny, du willst eh alles. Jenny, aber ich will manche besonders. Ein Scale ist das. Ui. Auch schon Level 6. Hui, dieser coole Setting. Ja, das hat ja einen Grund, warum der nicht spielt. Wobei, ich meine. Vielleicht spiele ich auch immer noch runter. Okay, Angriff geht tot. Gucken wir mal, was mit dem Karate-Schlag passiert. Okay, warte mal, die Spuren machen wir mal auf den, damit der auch vergiftet ist. Obwohl, der ist neutral. Warte mal, hatte ich nicht gelesen, dass die nicht vergiftet werden können? Aber ist der nicht vergiftet? Nee, der hier. Der Sky? Nee, dann war es das andere. Eins von denen ist doch immun gegen Gift. Die scheinbar nicht. Alle vergiftet. So muss es sein.
Ja, aber wir auch. Oh, okay, also. Schwanzschlag. Fege sie alle weg. So jetzt, 50 Damage. Jetzt gucken wir uns die Details an. Steht da schon, okay. Das bestätigen wir natürlich erstmal. Später muss man halt dann wieder gucken, welche behält man und welche nicht. Eieieiei. Ganki. Schwanzschlag. Man ist erstmal platt. Mhm. Das Ganki ist auch noch Stück dabei. Schutz. Ah, das ist nicht schlecht. Ein schüchter Schild. Sehr, sehr, sehr gespannt. Also, ne, wir sind jetzt wirklich ganz am Anfang und später, wenn du dann so größere Kämpfe quasi bestreiten musst, dann wird es, glaube ich, auch deutlich tiefer und taktischer. Gerade wenn du dann 6 Temtem hast, ne, und dir auch vorher erstmal Gedanken machst, okay, welche 6 Temtem nehme ich mit? Wie stimme ich die aufeinander ab? Hm. Wie setze ich sie im Kampf ein? Und dann die Kämpfe wirklich lang werden, ja, auch, ne? Ich will dahin. Und dann halt vor allem, du kannst ja später auch, oder ich weiß nicht, ob du es jetzt auch schon könntest, gegen andere Spieler kämpfen, die hier oben rein. Das wird super. Ich frage mich, ob es da ein Level-System gibt, wo du irgendwo siehst. So, wen setze ich an? Unser Kaku ist. Ja, ohnmächtig geworden. Oh, wir sind ja hier genau an der Heilungsstation. Ja. Das ist perfekt. Jetzt machen wir mal den Schwanzschlag. Der macht ordentlich Damage. Ist der neue gewesen, ne? Ja. Oh. Ah, nur ein Viertel Damage? Oder was hieß das gerade? Das war nur ganz wenig, genau. Aber warum lag das jetzt? An der. Entweder an der Klasse. Man sieht ja irgendwie nicht so recht. Ich muss noch rausfinden, woher ich sehe, was der andere für eine Klasse hat. Ja. Bestimmt am Hintergrund vielleicht? Oder man muss einfach wissen, aber es ist ja ganz schön hart. Das sind quasi ganz schön viele Klassen, ne? Mhm. Ja, mhm, weiter. Ja, kannst du ja nochmal. Ja, ich lass mich hier durch. Dann. Werden jetzt auch wiederbelebt? Ja, klar. Ist ja nicht. Ups. Bunter, ja. Bunt gemischt. 8, 5, 8, 3. Das ist unser Level. Muss ab ins Gras, ab in die Wiese. Ich gucke hier mal, ob hier noch irgendwo Kisten sind. Stimmt. Wer hat denn so einen Weg hier angelegt, Leute, ganz ehrlich? Tja. Der Mörder ist immer der Gärtner. Aber das mag ich aber, die Animation mit dem Gras und so. Ja, ich frage mich, ob es für Weiterentwicklungen auch schon Animationen gibt oder ob das noch so einfach aufploppen wird. Hm. Ich werde jetzt noch was Neues fangen hier in dieser Folge. Mal gucken, wie viel Neues es überhaupt gibt. Ja, wir sehen ja hier schon die ganze Zeit, also, naja, wobei, das sind halt die von den Trainern. Bändigern. Bändiger ist so ein dummer Name. Oh, Gift für alle! Wow! Kaku ist auch ein süßer Name. So. Nehmen wir jetzt mal den Karateschlag. Das andere wechseln wir aus, damit es hier schneller geht. In 2Y. 2Y finde ich auch cool. Ja, der ist auch noch putzig. Oh, mein Lieblingssound. Wow! Oh. Ah! Schade. Aber kann nicht unser Smasi? Smasi? Ja, es ist noch vergiftet, wir müssen da gar nichts machen. Smasi hat da auch so ein. Stimmt. Aber Smasi. Smasi? Smasi. So ein Range Attack, oder? Ist schon tot. So eine Range, so eine AOE. Ich überlege halt, ob das, was da neben dem Namen ist, ne? Dieses Kärtchen. Ja. Heißt das was quasi? Da links, ne, wenn du da. Ja, aber es ist nicht einfach nur das Zeichen der Karte? Ja, es ist so eine Tem-Karte, das hab ich auch gesehen. War, weil das, du meinst das in der Mitte, das Symbol dort. Ja, ich zeig's dir gleich nochmal. Ja, ich hab das gesehen, mal sehen, ob das immer gleich ist. Ob das verschiedene Farben annimmt oder nicht. Ja. Wir sind noch vergiftet, deswegen. Was ist das denn? Innerhalb. Geil. Genannt. Das ist schön. Ja. Ah, eine Box. Äta, was macht Äta? Das werden wir gleich erfahren, nämlich. Ausdauerbooster. Regeneriert 20 Ausdauer. Und was gibt es hier auf dieser. So,
Wer bist du denn? Ein enthusiastischer Bändiger. Ah, ein neues Gesicht auf dem Weg zur Akademie. Du kannst sicher ein wenig praktische Übung brauchen, bevor du deine Theorieklassen besuchst. Ja, wo hast denn du dein Outfit her, Lunge? Wieder diese Ente. Unser Äffchen. Dann machen wir erstmal die Ente platt. Ja, die haben ja letzte Kampf komplett beide weggefegt. Wir wissen auch gar nicht, was die überhaupt können. Zärtlichkeit. Also nicht sehr zärtlich. Angriff. Was? Du wickelst ihn quasi um den Finger und dann Ein Schmuseäffchen draus gemacht. Zacklinge. Oh, Laura. Das sieht gut aus, die Tag. Du machst erst FOMO. So, aber hier sehe ich zum Beispiel jetzt ja da oben kein Zeichen. Aber zum Beispiel jetzt da ganz oben rechts, diese drei Karten, die da ja, entstehen. Die zeigt, dass er zwei im Kampf hat und eins noch auf der Bank. Ah, okay. Aber hier sehe ich doch nirgendwo. Ich kann doch auch nicht. Kann ich hier, warte mal. Du jetzt in die Tempedia gucken, ja, das wäre umständlich, ne? Nee, kann ich nicht. Siehst du dann? Das heißt, du musst einfach auswendig wissen, was. What? Das ist doch blöd, das werden die bestimmt noch ändern, aber. Oder wir checken es doch nicht. Wenn ihr mehr dazu wisst. Dann gebt uns gerne. Weil hier sind ja auch keine Symbole. Ja. Das ist bei Pokémon, weiß ich, ist das anders. Ja. Ich meine, es hat ja durchaus. Also, ich weiß noch, wusste es aber auch noch kurz zur Zeit, wer was macht, ne? Welche. Ja. Ich meine, es hat ja durchaus seinen Reiz, dass man sowas eben selber lernt, aber. Also, es ist eindeutig Wasser. Ja, man sieht es ja auch oft einfach, wie sie kämpfen, was es ist, aber. Ich werde mich gleich mal heilen, ja. Aber dann kann ich nicht angreifen, das ist auch doof. Noch vergiftet, also gehen wir auf das. Warte mal. Ja, mit Piken läuft man schneller an. Das Gift tötet ihn normalerweise durch nicht. Wir gehen auf Nummer sicher, wir wollen ja nicht nochmal angegriffen werden. Mhm. Oh, ich bin so zärtlich. Neue Technik. Flinkheit. Durch strenges Training können Klentem extra schnell werden. Gesundheit? Nee, Geschwindigkeit steigt, okay. Geschwindigkeit? Ja. Also das ist, wann du angreifst vielleicht, in welcher Reihenfolge? Aber bisher ist es immer exakt 50-50. Nee, es gibt Angriffe, da greift er als erstes an, es gibt Angriffe, da greift er als zweites an. Ach so, meinst du das jetzt vor den gegnerischen? Ja. Ja, das stimmt. Peak? Peak, Peak. Piki, Pupuki. Erfahrungssteiger, ne? So. Je größer der Unterschied zwischen deinem Temtem und dem feindlichen Temtem, umso weniger Erfahrung erhältst du. Ein gut balanciertes Team ist hilfreich, um erlangte Erfahrung zu optimieren. Das Spiel will sagen, nimm die Low Level. Von wilden Temtem gewonnene Erfahrung ist auch geringer. Der beste Weg, Erfahrung zu gewinnen, ist der Kampf gegen alle NPC-Bändiger, die du triffst. Klar. Das ist unser Tuwei, kann ja wahrscheinlich nicht mehr so viel gewinnen. Ich mach trotzdem erstmal Gift. Erstmal platt machen. Blasen. Oh. Jetzt gehen wir down. Ich hoffe, wir verlieren den Kampf jetzt nicht. So viel zu Tuwei kann ja nichts mehr gewinnen. So hatte ich das nicht gemeint. Mach dich bereit! Weil der kann ja nichts. Ja, das ist rein definitiv. Das war natürlich dann besonders interessant, was quasi die nächste Form ist von Klein Swali. Weil solche Temtem, Pokémon, whatever, liebe ich ja immer, die am Anfang halt total nichts sagen sind. Ja. Und dann halt komplett eskalieren. Was wird eigentlich aus Enteron? Enteron. Und daraus? Nichts. Es sind zwei. Ja. Zwei. Also ein Entwicklungs-Pokémon. Und das Enteron ist ziemlich stark. Ja. Siehst du? Wenn man es trainiert. Oh, Kakarot ist überlastet. Hat keine Ausdauer mehr. Oh ja. Die Frage ist, ob es mit dem Level ab sich wieder auffüllt. Das werden wir jetzt sehen. Mhm. Ja, ein bisschen, okay. Hat sich letzte Runde überlastet. Das heißt. Also entweder ist jetzt die Wahrscheinlichkeit da, dass es sich selbst angreift. Das muss eine Runde aussetzen. Lassen wir jetzt mal eine Runde aussetzen. Das sagt halt nicht genau, was da passiert, ne?
Ruh dich aus. Sogar wenn wir uns den Arm dann immer so rein. Mhm. Und der Schatten von uns da unten links. Das wäre jetzt giftige Sporen. Und es macht immer schön Schwächen, die anderen. Das ist ein langer Kampf. Oh, hat sich selbst verletzt, siehst du? Mhm. Und finish. Ey, ich frage, es schafft es das Ding? Ja. Ja, ich könnte mich auch selbst verletzen, wenn ich Pech habe. Ich muss ja eh gleich heilen gehen. Na, mal gucken. Nicht getroffen. Und oh, ich habe mich auch selbst verletzt, das habe ich ja gesagt. Ja, wir lernen ja noch. Aber ich will ja keine Kämpfe verlieren, das andere Ding kann ja nicht angreifen. Ja, das ist ja am Anfang unserer Karriere. So. Am Anfang unserer Karriere. Da viel Potenzial. Wir sind bereit für die Akademie. Du kannst jetzt hier bestimmt hinten rum über... Hier. Nee. Hinterspringen. Oder durch. Ah ja, da... Oh, fast vorbeigelatscht. Ja, Leute, Jenny halt hier nochmal. Leider kein neues Temtem in dieser Episode. Aber ganz sicher. In der nächsten Episode? Ja. Ja, na dann. Also, soweit der Plan zumindest. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dann, ihr Lieben. Bye, bye.